weiß nicht, wie viele Minuten noch übrig sind. Heute starten wir unseren Vlog mal standesgemäß am Strand, denn wir haben heute einen Off-Day. Heute müssen wir nicht arbeiten. Deswegen genießen wir heute mal das schöne Wetter und diesen schönen Strand auf Mauritius. Und ich werde gleich schnorcheln gehen und werde euch mal zeigen, wie schön hier die Unterwasserwelt ist. Weil ihr habt schon mal in den Kommentaren, habe ich schon öfters mal gelesen, dass ihr gefragt habt, was für Tiere es denn unter Wasser gibt und wie es da aussieht. Natürlich kann ich euch jetzt nicht alles zeigen, ich werde nur kurz mal schnorcheln gehen hier direkt am Strand. Aber bestimmt wieder ein paar schöne Fische. Es gibt immer ein paar schöne Fische. Ich gehe dann runter, damit ich mich in die Hängematte lege. Ist nichts Geileres als eine Hängematte. Die haben wir übrigens seit kurzem eigentlich, ne? Und die nehmen wir sehr wahrscheinlich auch mit nach Südostasien. Jetzt musikalisch vloggen! Oh, wir machen ein Musical.ly, nicht ein Musical.ly, das will ich nur Musical.ly. Wir machen ein Musical daraus, noch etwas oldschooler, ne? Wir gehen jetzt Mittagabendessen. Eigentlich das wird super lecker sein. Aber es gibt Nudeln mit Tomatensauce. Kennt ihr diese Momente, wo man so Musicals gesehen hat und die dann plötzlich so total normal in irgendwelchen Situationen anfangen zu singen, so alle High School Musical und plötzlich ist die romantischste Lied ever, romantische Situation. Wenn ich mir vorstelle, dass es in Real Life passieren würde, wäre uncool, ne? Boah, man könnte ein kleiner so Nachtrag. Was denn? Nachtrag zu unserem Auslandsvideo, wo wir sagen, dass wir im Ausland sind und sagen, dass wir in Deutschland uns vergleichsweise gut geht. Da kam ein bisschen Feedback mit, in Deutschland geht es gar nicht so gut, wir haben Armut und es gibt Obdachlose. Ja klar, es ist so. Es geht uns nicht perfekt und es gibt es leider immer. Es wäre schön, es wäre auch mein Wunsch und mein Traum, dass es nicht so wäre. Aber im Großen und Ganzen, im Vergleich zu anderen Ländern oder wie anderen Menschen, dann müssen wir es doch genießen, wie es uns doch geht. Wir haben hier ganz viele Menschen kennengelernt, die ganz wenig haben, wirklich. Wir reden ja auch noch nicht mal von Bildung. Die haben keinen Zugang zur Bildung, weil sie sich kein Busticket zur Schule leisten können. Nicht mal deswegen, und die sind so glücklich. Und sie haben ein Lachen auf der Backe. Die haben gelernt, mit ganz wenigen Sachen glücklich zu sein. Und das ist super schön. Genau. Super schön. Und es ist halt, wir werden halt ganz anders erzogen. Und man muss halt ehrlich sagen, bei uns in Deutschland kann jeder ein Dach über dem Kopf haben. Wir brauchen nicht alles, um glücklich zu sein. Wir brauchen nicht alles. Das ist halt, das vergessen die meisten. Man natürlich kann auch ganz arbeiten, Altenpflege arbeitet viel, aber ich kenne es von meinem Waschmaschinentragjob, da verdiene ich auch nicht viel. Aber ein Dankeschön von einer alten Oma, die den Kühlschrank nie alleine hochbekommen hätte oder eine Waschmaschine. Ist so viel mehr wert, ne? Ist so viel mehr wert und das ist dann schön. Dann hat man auch jemanden Älteren geholfen. Klar, es ist der Job, man liefert dann noch, aber es gibt noch viel, viel mehr Sachen als Geld oder wir zahlen Steuern, ja, Steuern sind hoch, alles gut, natürlich ist es, aber wir können auf die Straße freilaufen. Das hatten wir in Brasilien damals sogar nicht, wo wir waren. Da, wir hatten brasilianische Austauschschüler, die hatten Kohle ohne Ende und die kamen und die waren glücklich, dass wir alleine in den Supermarkt gehen konnten. Die waren glücklich deswegen und für uns Alltag genießen, alles jeden Tag alles genießen, aufs Neue. Da kann ich damit nur zustimmen. Aufs Neue. Trotzdem, und Rückschläge besser wegstecken. Wir müssen umparken. Warum? Weil du vor dem Eingang stehst von einem Haus. Ich kann damit nur zustimmen. Also ich akzeptiere auch alle anderen Meinungen. Alle sagen, Deutschland scheiße, okay, ist so. Ist klar. So, aber die Sache ist,
Aber nicht sagen, Deutschland ist scheiße. Ich finde Deutschland scheiße, ich finde es nicht gut, aber... Es ist nicht alles scheiße. Es ist nicht alles scheiße. Sag, das ist scheiße. Also. Es ist einfach... Es ist alles Definitionssache. Alles, jeder hat eine andere Meinung. Parkst du drüben, oder was? Ja. Jeder hat eine andere Meinung. Aber... Ist auch alles legitim. Uns geht's gut. Es ist auch gut, dass wir kritisieren. Der Kritisieren macht uns stark und besser. Und wir haben ein gutes Fundament, das ist wirklich sehr gut. Da lege ich mich jetzt weit aus dem Fenster und sage, es ist so. Wir haben ein sehr, sehr gutes Fundament. Die Sache ist, Damian und ich, wir haben Familie auch im Ausland. Wir wissen, wie Leute von uns Familie im Ausland leben. Ich weiß, wie meine Familie in Uruguay lebt. Was deren Probleme sind. Und was deren Probleme sind. Und dementsprechend haben wir vielleicht auch eine andere Sichtweise. Aber ich meine, unsere Sichtweise kann vielleicht auch komplett falsch sein. Ja, ist auch okay, klar. So ist das. Ja. So ist das. Ja. Naja, auf jeden Fall. Die Welt können wir beide auch nicht retten. Nee. Und ich meine, ich glaube, allein schon, dass ich Tierfleisch esse, ist für viele ein komplettes No-Go. Also, ja, ich würde auch gern drauf verzichten, aber es ist nicht meine Priorität. Da bin ich zu egoistisch, muss ich auch sagen. Ja, da ist man dann irgendwie auch ärgerlich. Es gibt so viele schwierige Themen, wo man sich heutzutage, egal was man im Internet sagt, eigentlich nur in die Scheiße reinreitet. Ja. Und mit diesen Statements haben wir uns wahrscheinlich jetzt wieder komplett in die Scheiße reingeritten. Also, weil man einfach nur verballert wird heutzutage. Egal, sobald man irgendwie was, jeder sagt Meinungsfreiheit und so weiter hin oder her. Und, aber sobald man dann mal was sagt, wie man selbst irgendwie Sachen sieht, wird man zerfetzt im Internet. Aber bei Kritik, finde ich, ist es wichtig, dass man sagt, ja, ich stimme dir nicht zu, ich stimme dir zu, weil das aber nicht sagen, seid ihr blöd oder ihr seid doch verrückt. Ja. Nee, einfach sagen, ich finde es anders. Das ist konstruktive Kritik. Genau, dass man einfach eine Diskussionsbasis hat. Genau. Aber genau, wir gehen jetzt erstmal essen und gehen jetzt erstmal schön Spaghetti essen und steigen erstmal aus dem Auto aus, denn es ist so brühend heiß. Ich nehme einen Daumen, du musst mir helfen. Ich meine, nur Kopfhörer und Handy und Kamera und so viele Sachen dabei. Und keine Schuhe. Ah doch, Flipflops. Damian und ich, wir haben auch noch eine riesen Sünde begangen. Die erzählen wir euch aber später. Darf man das sagen? Es ist eine Riesensünde. Es ist eine Riesensünde. Okay. Es ist eine Riesensünde. Scheiße. Um die C-O-R. Ja, es erzählen. Scheiße, das ist echt eine Riesensünde. Das erzählen wir euch dann.